Ein herzliches Hallo und schön, dass ihr heute alle wieder dabei seid bei meiner Expertenrunde. Heute ist das Thema KI, Umgang mit KI und ich habe heute auch wieder einen sehr, sehr spannenden Gast. Herzlich willkommen, lieber Gerald. Es ist Herr Professor Gerald Hüther und jetzt gebe ich dir gleich mal die Bühne. Liebe Birgit und alle, die uns hier zuschauen und zuhören, ich freue mich, dass wir hier zusammen ein bisschen über dieses schwierige Thema reden können. Ich bin ja Neurobiologe, also Hirnforscher, und mich beschäftigt diese Entwicklung mit den künstlichen Intelligenzen natürlich sehr. Und deshalb schauen wir mal, was aus meiner Sicht dazu zu sagen ist und legen einfach gleich los. Ja, vielen Dank. Ja, ich schaue zum Beispiel darauf, dass man die KI mit dem Qualitätsmanagement verbindet und dass die Menschlichkeit nicht zu kurz kommt, dass man das alles schön verbinden kann. Und für mich ist es sehr wichtig, dass die Leute keine Angst bekommen vor der KI, dass sie nicht Angst bekommen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, von jetzt auf gleich. Man muss es schon sehen, es sind rasend schnelle Technologien, die da jetzt auf den Markt kommen. Und man kommt da fast nicht mit. Man braucht schon eine hohe Flughöhe. Aber es gibt noch sehr, sehr viel Potenzial über das Wie. Wie man eine KI einführt, implementiert, wie man die Mitarbeitenden darauf vorbereitet und die Menschen allgemein. Und ja, so würde ich vorgehen. Lieber Gerald, und was ist dein Feedback dazu? Oder deine Sichtweise? Naja, es ist ja im Grunde genommen nur eine Weiterentwicklung, die wir da erleben. Und solange es Menschen gibt, haben die immer versucht, Werkzeuge zu finden, die ihnen das, was sie vorhaben, erleichtern. So. Und deshalb wäre der erste Blick auf die KI, das ist doch eigentlich ein wunderbares Werkzeug. Und dazu gehören ja dann auch die ganzen Roboter und die Automaten. Und das wäre natürlich verrückt, wenn man weiterhin die Mitarbeiter alle in Situationen brächte, wo die mit sehr komplizierten Tätigkeiten befasst sind, die genauso gut und dann sogar noch besser und rund um die Uhr von so einer künstlichen Intelligenz, also von so einem Roboter oder so einem Automaten ausgefüllt werden könnten. Insofern, warum nicht? Also wir müssen nur sehen, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass es sich um etwas handelt, was wir geschaffen haben und einsetzen, um uns die Arbeit zu erleichtern. Und nicht um uns selber abzuschaffen oder gar von der KI Dinge erledigen zu lassen, die niemals von der künstlichen Intelligenz bewältigt werden können. Genau. Ja, du sagst Dinge, die die KI übernehmen kann. Da denke ich zum Beispiel auch an den Überstundenabbau. Ich schaue dahin, wo zum Beispiel sehr viel Überstunden gemacht werden müssen. Und da finde ich so eine KI sehr, sehr hilfreich. Aber Gerald, ich gebe dir recht, man muss aufpassen. Und deswegen gibt es ja auch jetzt schon Normen und Verordnungen, dass unsere Regulatorien, dass man das ein bisschen lenkt, dass man ist schon hinterher, dass man auch die KI, den Umgang mit KI lenkt. Es ist halt die Aufgabe von den Unternehmenden, von den Führungskräften, von den Entscheidern, dass sie halt dass sie das Thema ernst nehmen und dass sie halt schauen, ob ihre Risiken richtig abgedeckt sind, dass die Prozesse richtig beschrieben sind, dass es ganz klar ist und dass sie halt in keine Schwierigkeiten geraten. Ja, nur ich fürchte eben, dass man da mit Appellen und Vorschriften nicht so richtig weiterkommt. Das hat man ja immer versucht und Menschen sind sehr kreative Wesen im Gegensatz zu der KI Ja. und finden dann meistens auch noch irgendein Schlupfloch, wie sie das so einsetzen können, dass es bedenkliche Konsequenzen hat. Und jetzt müssen wir uns fragen, was sind denn eigentlich die bedenklichen Konsequenzen, die der Einsatz von künstlicher Intelligenz hat? Und da fange ich mal wieder ein bisschen an auszuholen und wir schauen uns mal an, welche Konsequenzen es hatte, als Arbeitsabläufe, also manuelle Tätigkeiten, die sonst der Mensch im letzten Jahrhundert als Arbeitstier
im Industriezeitalter vollbracht hat. Also am Fließband hat er gestanden und die ganze Zeit irgendwas sortiert oder er hat Dinge zusammengeschraubt. Und dann haben wir eben Maschinen erfunden, die das eine und andere immer besser konnten und uns abnehmen konnten. Also ich gehe jetzt mal ganz weit zurück. Zum Beispiel haben wir Gerätschaften erfunden. Vorher sind sie alle noch mit dem Pferd geritten und dann haben wir Gerätschaften erfunden, mit deren Hilfe man sich anders fortbewegen kann. Ja. Autos, Flugzeuge, Schiffe, alles Mögliche. Und das ist dann auch eingesetzt worden und dann hat man auch mit Hilfe von Geräten, auch im alltäglichen Gebrauch, alle möglichen unkomfortablen Tätigkeiten erleichtert, indem man da so ein Gerät einsetzt, also bis hin zur Küchenmaschine und zur Waschmaschine, waren alles Gerätschaften, die Menschen erlöst haben aus einer körperlichen Tätigkeit, die stupid war, die anstrengend war und die von der Maschine viel akkurater und besser und dann auch rund um die Uhr erledigt werden konnte. Das heißt, der Einsatz von Maschinen im Maschinenzeitalter hat dazu geführt, dass der Mensch aus bestimmten Tätigkeiten befreit worden ist. Das hat natürlich lauter Vorteile, das sagt man so auf den ersten Blick. Was man dabei aber nicht gleich gemerkt hat, ist, dass der Mensch, wenn er bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausführt, dann auch die Fähigkeit verliert, um diese Tätigkeiten auszuführen. Also wenn ich mich jetzt immer zu mit Auto oder irgendwelchen Maschinen fortbewege, führt das dazu, dass ich immer weniger laufe und mich immer weniger bewege, mit dem Ergebnis, dass ich dann es im Rücken kriege, wie man das heutzutage so nennt, oder dass ich nicht mehr richtig laufen kann und Hüftbeschwerden und was nicht alles. So dass wir jetzt sagen, ja, Maschinen sind schon gut, aber man muss trotzdem sehen, dass man die Mitarbeiter in einer Situation behält, dass die ihre Beweglichkeit und ihre körperliche Unversehrtheit behalten, weil sie eben doch noch genügend tun und nur die ganz schwierigen Sachen und die etwas sehr belastenden, auch körperlich sehr belastenden Tätigkeiten dann von den Maschinen übernommen werden. Ja. Da sind wir sicher in vieler Hinsicht übers Ziel hinausgeschossen. Also es ist ja toll, wenn eine Küche sozusagen total perfekt mit lauter Küchengeräten ausgestattet ist. Wenn das dann aber dazu führt, dass die Leute in der Küche, also nur noch auf Knöpfe drücken und das Ganze in Gang setzen, dann hat das zur Folge, dass sie diese ganzen vielen körperlichen Tätigkeiten nicht mehr ausführen, mit dem Ergebnis, dass dann eben eine ganze Reihe von gesundheitlichen Problemen auftauchen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, den man dann auch leicht vergisst. Das ist auch manchmal für Menschen sehr erfüllend, sich körperlich zu betätigen. Also das kann sein, dass ich als Bäcker ganz und gar unzufrieden bin. Obwohl das so bequem ist, so eine Teigrührmaschine zu haben, ich doch am Ende mich doch sehr überflüssig fühle, weil ich doch bisher den Teig immer selbst so hübsch geknetet habe und auch immer stolz war auf das Produkt. Und das verschwindet ja dann, weil ich das ja gar nicht mehr hergestellt habe. Es hat jetzt die Maschine hergestellt. Und damit geht mir ein Teil meiner Identität als Bäcker verloren und am Ende bin ich nur noch ein Knopfedrücker. Also es hat auch psychische Auswirkungen gehabt, als Maschinen immer stärker eingesetzt worden sind, um menschliche Tätigkeiten zu ersetzen. So, und jetzt sind wir bei der KI. Neues Zeitalter, völlig neuer Sprung, aber im Grunde genommen wieder dasselbe. Jetzt wird wieder eine Tätigkeit des Menschen, nämlich, nennen wir es mal, analytisches Denken und kognitive Fähigkeiten Ja. durch eine Maschine ersetzt. So, jetzt brauche ich nicht mehr. Jetzt brauche ich nicht mehr selbst zu denken, sondern ich nehme da so ein Gerät und das denkt dann für mich. Schreibt für mich einen Text, sucht irgendwas raus, findet für mich irgendwas, überwacht irgendwas. Und das führt dazu, dass ich von diesen geistigen Tätigkeiten, nachdem ich vorher schon von den ganzen körperlichen Tätigkeiten befreit worden bin, nun auch noch befreit werde. Und das ist auch schön, ist ja auch bequem und das ist ja auch toll, dass es dann solche Gerätschaften gibt, mit deren Hilfe man sich diese lästigen und oftmals auch langweiligen geistigen Tätigkeiten vom Hals halten kann und die dann durch die
künstliche Intelligenz erledigt werden, aber es hat natürlich auch wieder Konsequenzen, die man wahrscheinlich auch erst wieder wie im Maschinenzeitalter mit der körperlichen Tüchtigkeit und der körperlichen Gesundheit erst später sieht. So, also was wären denn die zu erwartbaren Effekte, wenn jetzt immer mehr geistige Fähigkeiten oder kognitive Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz übernommen werden? Kann ich also ganz locker sagen, dann kann man es selber nicht mehr. Also das weiß ja jeder. Also ich kann mir, und die meisten, die uns hier zuschauen, können sich auch kaum noch irgendwelche Telefonnummern merken. Da hat man die irgendwo gespeichert und dort ruft man die ab. Es ist mir auch, und das wird auch vielen so gehen, und vor allen Dingen auch in der Schule ist das jetzt immer häufiger so, dass junge Menschen dann sich überhaupt nicht mehr dafür interessieren, wo irgendwas ist und wie irgendwas war, sondern da drücken die auf den Knopf und dann wird es ihnen gesagt, wann die betreffenden Ereignisse stattgefunden hat, ob dieser Pilz nun ein essbarer oder nicht essbarer ist Ja. und was es da noch so alles gibt. Und das heißt, ich brauche mich da gar nicht mehr drum zu kümmern und das heißt, ich verarme geistig. Brauche nicht mehr viel zu wissen, das ist ein perfekter, die Smartphones sind perfekte Wissensspeicher. Und da rufe ich einfach auf und kann alles mir an Wissen besorgen, was ich so habe oder haben will. Wozu soll ich mir das selber noch merken? So, und dann kommt der zweite Aspekt dazu. Diese künstlichen Intelligenzen können ja inzwischen eben, das sind ja dann auch lernfähige Maschinen, die können nun auch noch lernen, wie sie etwas, wie sie zum Beispiel einen Text produzieren oder ein Bild produzieren, was durch einen eigenen Lernprozess, der als Algorithmus in die Maschine eingebaut worden ist, der dann immer besser wird. Also das heißt, die überholen uns in allen Bereichen. Das Ja. ist dann auch natürlich ein bisschen beschämend, weil wir ja natürlich in der Vergangenheit gedacht haben, dass das, was uns Menschen auszeichnet, unsere kognitiven Fähigkeiten sind. Und jetzt haben wir Maschinen gebaut, mithilfe dieser kognitiven Fähigkeiten, die uns in Bezug auf diese kognitiven Fähigkeiten in fast allen Bereichen überlegen sind. Also Ja. Maschinen können besser Schach spielen als Menschen. Ja, Und genau. das ist schon hart. Also dann, das nagt ja dann ein bisschen an dem eigenen Selbstverständnis. Und da muss man sich spätestens an der Stelle fragen, was bleibt denn dann noch von uns als Menschen, als Herausstellungsmerkmal. Also wir haben lange Zeit damit zugebracht, dass wir uns definiert haben gegenüber den Tieren und haben gesagt, ja, das, was uns von den Tieren unterscheidet, sind unsere kognitiven Fähigkeiten. Wunderbar, waren wir alle froh, dass wir so schlau sind. Jetzt haben wir diese künstlichen Intelligenzen gebaut und jetzt muss man sagen, nee, also von den künstlichen Intelligenzen unterscheiden wir uns nicht durch unsere kognitiven Fähigkeiten. Das können die alles genauso gut oder manchmal sogar besser. Was bleibt denn jetzt? Ja, Da genau. kommen wir in Bereiche, die sehr interessant sind, wo wir aber wahrscheinlich erst ähnlich wie mit dem Maschinenzeitalter erst später merken, wo die Defizite dann entstehen. Digitale Geräte haben keine Bedürfnisse. Das ist vielleicht der Schlüsselbegriff. Ja. Digitale Geräte haben keine Bedürfnisse. Weil digitale Geräte keine Bedürfnisse haben, können sie auch keine Vorstellungen herausbilden oder Programme entwickeln oder was auch immer, wie das Bedürfnis, in Klammern, was sie ja gar nicht haben, gestillt werden könnte. Ja, Wir ja. können also, du hast ein Bedürfnis, ich auch. Also jetzt wollen wir beispielsweise miteinander reden. Jetzt nutzen wir die KI und die technischen Möglichkeiten, um das zu verwirklichen, aber wir wissen ja auch, was wir wollen voneinander. Richtig. Das heißt, wir können einen Plan machen, wie wir uns austauschen und wie wir das hier so schön machen, dass es auch denen, die uns zuhören und zuschauen, gefällt. Aber wenn wir kein Bedürfnis hätten, das, was wir so an unterschiedlichen Erfahrungen gesammelt haben, du in deinem Bereich und ich in meinem, und wir hätten kein Bedürfnis, das zusammenzubringen und auszutauschen, bräuchten wir das nicht zu machen. Eine KI wird nicht auf die Idee kommen, sowas zu machen, weil das Bedürfnis hat sie ja gar nicht. Richtig. Es sei denn, man hat ihr ein Programm eingebaut, wo drin steht, dass sie das und das machen soll. Aber das ist ja was anderes als ein Bedürfnis. Das ist ein Algorithmus, mit dem das gemacht wird. Und das sieht dann manchmal so aus, aber in Wirklichkeit steckt da kein Bedürfnis dahinter. Und menschliche Bedürfnisse sind ja auch viel reichhaltiger. Also es ist ja nicht nur, dass man sich austauschen will, sondern da gibt es ja auch noch viele
und sehr schöne andere Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach Verbundenheit zum Beispiel. Ja. Wie kann ich das verwirklichen, wenn ich eine künstliche Intelligenz habe, die hat das Bedürfnis nach Verbundenheit nicht. Die ist nur darauf programmiert, dass sie sich mit anderen vernetzt und dass sie sich in ihren Fähigkeiten selber optimiert. Aber nach Verbundenheit, nee. Dann haben wir das Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach Autonomie und Freiheit. Ja. Da brauche ich kein Wort dazu zu sagen, das hat eine künstliche Intelligenz nicht. Wir sind in der Lage, unsere Bedürfnisse zu stillen, und wenn wir merken, dass es nicht geht, finden wir eine Lösung. Zum Beispiel sind wir davon abhängig, dass wir immer genug Energie zuführen. Also das ist alles das, was wir mit der Nahrung und so zu uns nehmen. Das ist der Brennstoff, mit dem der ganze Körper läuft. Das ist auch der Brennstoff, mit dem unser Hirn funktioniert. Und wir wissen inzwischen, dass unser ganzes Hirn so arbeitet und seine Arbeitsweise so ausrichtet, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird, weil es überall im Bereich des Lebendigen so ist, wenn ein lebendes System mehr Energie verbraucht, als zur Verfügung steht, dann zerfällt es. Das hat was mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt ja, dass alles, was sozusagen kristalline Energie ist oder eine materielle energiehaltige Struktur ist oder gebündelte Energie ist, dass sich das gleichmäßig im Weltall verteilt. Entropie heißt das. Das alles hat die Tendenz, sich zu verteilen. Das siehst du ja schon, wenn du einen Löffel Zucker nimmst und den in deinen Tee tust, dann hat das sich aufgelöst. Und so löst sich das alles auf und verteilt sich und tendiert dazu, dass sozusagen überall die Energie gleich ist, mit dem Ergebnis, dass das Ganze tot ist. So, in dieser verrückten Welt ist das Leben entstanden mit der Fähigkeit, Energie zu nutzen, um daraus Strukturen zu schaffen. Am Ende sogar so eine Struktur, wie wir beide sind, mit einem Hirn. Und wenn wir jetzt aber zu viel Energie verbrauchen, dann ist es so, dass die zuführbare Energie dann nicht mehr reicht. Und dann haben wir nicht mehr die Energie, die wir brauchen, damit wir unser eigenes System, also die Strukturen und die Arbeitsweise und die Funktion stabilisieren. Und dann fliegt das System auseinander. Das geht uns im Gehirn so. Also bisweilen kocht es ja da oben und läuft sehr heiß. Und dann fliegt uns das Ding sozusagen um die Ohren. Nicht gleich so, dass das alles platzt, aber kennt man dann ja, dann heißt das eben Burnout oder Depression oder psychische Erkrankung. Dann ist das ein Zeichen dafür, da hat irgendwas nicht gereicht, um wieder Ordnung zu schaffen. Und dann hat man diese riesige Unordnung und kann es nicht wieder zurückführen. Deshalb tendieren oder deshalb gibt es dieses Prinzip, dass alles, was lebendig ist, immer wieder versucht, sich so zu organisieren, dass möglichst wenig Energie verbraucht. Das geht bis hin zu den Kranichen, die jetzt in den Süden fliegen. Wenn du das siehst, die machen diese V-förmige Formation, weil durch den Flügelschlag der dahinter fliegende ein Drittel weniger Energie braucht, wenn er den Aufwind von dem abkriegt, der vor ihm fliegt. Und so wechseln die sich dann ständig ab und der ganze Schwarm fliegt mit einem Drittel weniger Energie ab in den Süden. Das würden die nicht schaffen, wenn die alle einzeln fliegen würden. Also Energiesparen heißt so ein Grundprinzip der Arbeitsweise des Gehirns und auch der Arbeitsweise von allen lebenden Systemen. Und jetzt so ein Automat, so ein digitales Gerät, so eine künstliche Intelligenz, die braucht natürlich auch Energie, aber die ist nicht darauf optimiert, Energie zu sparen. Und vor allen Dingen hat sie keine Ahnung davon, dass sie Energie braucht. Ja, da steckt jemand den Stecker in die Steckdose oder steckt den Akku hinten rein. Und dann läuft sie. Ja, So, und genau. wenn ich jetzt den Akku hinten rausnehme oder den Stecker aus der Steckdose ziehen, ist aus. Die künstliche Energie, die kann noch so ein toller Roboter und Automat sein, hat keine Idee, Ja. wie sie sozusagen diese Energie wiederherstellt, die ich ihr aus dem Stecker gezogen habe. Das heißt, die sind wirklich blöd. Und die künstliche Intelligenz spürt nicht, dass ihr was fehlt, nämlich Strom. Ich spüre das sofort, wenn ich nichts gegessen habe. Und ich spüre auch, wenn ich in so eine Aufregung komme, dass ich zu viel Energie verbrauche, merkt die alles nicht. Die läuft auf ihrem Programm und wenn nicht genug Energie da ist, hängt sie sich auf.
aber sie kann nicht herausfinden, wie sie den Strom, den sie braucht, selber wieder in die Steckdose kriegt Ja, und das stimmt. erzeugt. Und da haben wir den Riesenunterschied und das wird auch besonders gut deutlich, dass diese künstlichen Intelligenzen eben in diesem Punkt uns völlig unterlegen sind. Die haben keine Bedürfnisse. Und weil sie keine Bedürfnisse haben, haben sie auch keinen Plan, wie sie das Bedürfnis stillen können. Und wenn man nicht weiß, wie man ein Bedürfnis stillen kann, kann man auch nicht das entwickeln, was man in der Arbeitswelt so dringend braucht. Das heißt Intentionalität. Das ist dieser Wille. Ja. Dieser Wille, es zu tun. Die haben keinen Willen. Die laufen auf dem Programm. Die spulen was ab. Die Ja. können wohl was dazulernen und können das noch besser abspulen dann vielleicht, aber die haben keine Intentionalität. Also können wir zusammenfassen, das, was uns als Menschen von künstlicher Intelligenz unterscheidet und immer unterscheiden wird, ist die Tatsache, dass wir Bedürfnisse haben, dass wir Vorstellungen entwickeln können, wie diese Bedürfnisse zu stillen sind, in Klammern Kreativität. Und drittens, dass wir, wenn wir so eine Vorstellung dann gefunden haben, die auch umsetzen können, und das ist dann in Klammern Intentionalität, haben die alles nicht. Und deshalb habe ich keine Angst vor diesen Maschinen, und finde, das ist sehr interessant, dass wir da jetzt in eine Stufe der Menschheitsgeschichte einsteigen, in der wir als Menschen begreifen müssen, dass unsere kognitiven Fähigkeiten nicht das sind, worauf es ankommt, sondern dass es was anderes ist. Und da merkst du, was da für eine neue Welt anbricht, weil jetzt müsste man ja fragen, okay, was machen wir denn dann mit diesen Bedürfnissen? Woran erkenne ich als Chef, dass meine Mitarbeiter ein Bedürfnis haben, was sie nicht stillen können? Wie kann ich denen helfen, eine Idee zu entwickeln, wie das Bedürfnis gestillt werden könnte? Und wie könnte ich sie dabei unterstützen, dass das, was sie da wollen, auch wirklich umsetzen können? Ja, jetzt wird es wirklich menschlich. Das andere ist alles noch Mechanik gewesen, körperliche Mechanik, Hirnmechanik. Jetzt wird es wirklich menschlich und plötzlich kommen wir aus dieser, ich nenne das immer gerne kognitive Hypertrophie, kommen wir raus in, also diese Selbstüberschätzung in Bezug auf unsere kognitiven Fähigkeiten findet jetzt ein natürliches Ende. Und wir merken, dass wir aus noch ein bisschen mehr bestehen und dass wir ein bisschen mehr sind als unsere kognitiven Fähigkeiten. Und das wäre jetzt zu kultivierend, so nennt man das vielleicht. Das ist ungefähr der Moment, wo man begreift, dass man durch Maschinen körperliche Arbeit ersetzen kann, dann aber etwas dafür tun muss, dass der Mensch sich körperlich trotzdem betätigt. Ja, hier künstliche Intelligenz macht es möglich, geistige Arbeit zu eliminieren, aber wir Menschen müssten dann vielleicht irgendwann auf die Idee kommen, dass wir uns auf das zurückbesinnen, was uns als Menschen tatsächlich ausmacht und dass es eben nicht dieses Abarbeiten von geistigen Anforderungen oder das Auswendiglernen von irgendwelchen Sachen und Aneignung von Wissen, sondern das ist wieder in Kontakt zu kommen mit unseren eigenen Bedürfnissen und dann eben die auch Ideen zu entwickeln, wie die gestillt werden könnten und das dann auch gemeinsam umzusetzen. Ich finde das also eine Revolution sozusagen im Bereich der Herausbildung von immer mehr Menschlichkeit, weil das werden dann ja am Ende auch andere Menschen. Weil das war ja so ein Aufbruch in die Aufklärung damals im Mittelalter, als da endlich sozusagen es werde Licht und dann haben sie alle geglaubt, aus diesen finsteren und muffigen und so verschrobenen mittelalterlichen Vorstellungen könnten sie sich befreien. Das war auch hochnotpeinlich. Also das waren schon furchtbare Vorstellungen, was die damals über die Kirche verbreitet haben. Und da hat sich der Mensch sozusagen lange Zeit nicht mehr weiter entfalten können. Und dann haben sie aber gesagt, okay, nee, wir glauben das nicht mehr alles. Wir wollen das prüfen. Und wir wollen messen, beobachten, aufschreiben, wir wollen das objektiv machen, wir wollen unsere kognitiven Fähigkeiten nutzen, um die Welt zu erkennen. Und dann hat man geglaubt, mit Hilfe der kognitiven Fähigkeiten könne man alle Probleme dieser Welt le lösen. Da muss man nur noch mal so in diese Literatur aus dieser Zeit gehen. Die haben wirklich geglaubt, jetzt hat der Mensch den Durchbruch geschafft, mit Hilfe seines Denkens und seiner kognitiven
Fähigkeiten ist er in der Lage, alle Probleme dieser Welt zu lösen. Und dann haben wir jetzt im letzten Jahrhundert und in der letzten Zeit ja immer deutlicher gemerkt, ja, man kann mit kognitiven Fähigkeiten eine ganze Menge auf die Beine stellen. Man kann sogar damit bis auf den Mond fliegen und sowas. Ja. Aber man kann auch ziemlich viel Mist damit erzeugen. Also Kriege, Waffentransporte, Drogen. Also alle möglichen furchtbaren Geschichten, die es auf dieser Welt gibt, hätten wir nicht zustande gebracht, wenn wir kognitive Fähigkeiten nicht gehabt hätten. Ein Drogenboss muss manchmal mehr kognitive Fähigkeiten haben als unser Bundeskanzler. Allerdings. Naja, jedenfalls, es sagt nichts. Also es sagt nur, auch für ganz furchtbare, unmenschliche Dinge kann Ja. man die kognitiven Fähigkeiten des Menschen nutzen. Und deshalb sind die kognitiven Fähigkeiten des Menschen eigentlich keine menschliche Qualität. Man könnte sagen, die sind auch nur ein Werkzeug, die der Mensch nutzen kann, aber die machen ihn nicht aus. Und jetzt stellen wir fest, weil wir plötzlich Geräte geschaffen haben, die diese kognitiven Fähigkeiten besser als wir können, stellen wir fest, oh, jetzt müssen wir uns mal langsam besinnen, was Menschsein tatsächlich bedeutet. Also die Unternehmer, die das heute schon schnallen, die beneide ich, weil die ja dann in ihrer Firma ein ganz anderes Klima schaffen können. Eben nicht dieser Glaube, dass man jetzt mit Einführung der künstlichen Intelligenz dort alles besser machen kann und dann auch viel erfolgreicher wird, sondern die würden ja dann erkennen, dass die wichtigste Größe in einem Unternehmen nicht die künstliche Intelligenz ist, sondern der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Und dann könnte es passieren, dass die ersten anfangen, sich ein bisschen um diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern und diese Frage zu stellen, mit welchen Bedürfnissen kommen die denn eigentlich hierher? Geht das um Geld verdienen oder haben die vielleicht noch ein anderes Bedürfnis? Könnte es sein, dass wir mit dem Geld, was wir denen auszahlen, nur eine Ersatzlösung schaffen für das, was sie wirklich an Bedürfnis haben. Wollen sie nicht vielleicht wirklich dazugehören? Also kommen sie vielleicht in meine Firma, damit sie dort auch mit anderen gemeinsam erleben können, wie schön das ist, wenn man gemeinsam was aufbaut und schafft. Ja. Dann das andere Bedürfnis. Könnte es denn auch sein, dass meine Mitarbeiter eigentlich alle kleine Gestalter sind? Jeder auf seine Weise. Und jeder hat andere Fähigkeiten und andere Talente. Und die könnte der gerne hier einbringen, aber doch nicht, wenn ich ihn wie so ein Trottel einsetze an irgendeinem Band stelle und ihn Tätigkeiten, auch kognitive Tätigkeiten ausführen lasse, die genauso gut irgend so eine blöde Maschine übernehmen kann. Und dann könnte man sich fragen, okay, wie biete ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance, dass die sich gestalterisch einbringen können, damit ihr Bedürfnis nach Autonomie und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten gestillt wird. Und wie biete ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance zu erleben, was wir hier in dieser Firma für eine tolle Gemeinschaft sind? Und dann wären die beiden Grundbedürfnisse gestillt. Und da passiert dann immer ein kleines Wunder, nämlich dass Menschen dann aufblühen. Ja. Und ich nenne das Entfaltung und deshalb haben wir ja auch diese Akademie für Potenzialentfaltung aufgebaut, in der es eigentlich um nichts anderes geht, als Bedingungen zu schaffen, unter denen das passieren kann, was das Normale ist, nämlich Entfaltung. Und Entfaltung wird sofort möglich, wenn ich aus den Verwicklungen, in die ich in der gegenwärtigen Welt und in meinem Hirn und mit meinen Mitarbeitern oder mit meinen Bekannten und Freunden gekommen bin, wenn ich mich aus solchen Verwicklungen befreien kann, merke ich plötzlich, wie mir etwas von der Schulter fällt, was die ganze Zeit Energie gefressen hat. Und plötzlich habe ich diese Energie zur Verfügung für die Entfaltung. Und dann geht's los, dann fange ich an, mich wieder zu öffnen, dann sehe ich auch plötzlich, was es noch alles gibt auf der Welt, außer das ganze Gemeckere, dass ich nicht genug Geld kriege und den nächsten Urlaub nicht richtig hinkriege. Dann kann ich plötzlich nochmal erkennen, was da alles von den anderen Mitarbeitern geleistet wird. Dann kann ich vielleicht sogar sehen, dass ich einen Chef habe, der es gut mit mir meint und der sich darum kümmert, dass ich mich entfalten kann. Also das geht alles ja nur, wenn der Druck raus ist. Ja. Solange ich
diesen Verwicklungen stecke und da dauernd Druck gemacht wird und dann auch noch die künstliche Intelligenz als das große, als den große, als der große Feind betrachtet wird, da funktioniert das ja nicht. Da kriege ich Angst, da kriege ich Panik, da muss ich eine Lösung finden und die häufigste Lösung, die die Mitarbeiter dann finden, ist eben Verweigerung. Ja, Das innere heißt, innere Kündigung nennt man das. Und da ist ja oft genug schon ausgerechnet worden, was für ein Schaden dadurch entsteht. Ja, ein sehr hoher Schaden und den kannst du halt nicht sehen, gell? Das ist halt schnell greifbar. Wäre schon greifbar, wenn man ihn mal wirklich genauer anschauen würde. Also wie viel Schaden entsteht dadurch, dass die Leute nicht mitdenken, dass sie in Situationen, wo sie eigentlich eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen, diese Entscheidung vor sich herschieben. Ja. In wie vielen Fällen das nicht passiert, was eigentlich passieren könnte, weil die dauernd im Clinch miteinander sind und sich darum streiten, wer nun das besser kann oder wer mehr hat und wer weniger hat. Also das könnte alles weg. Richtig. Und messen kann man das halt mit dem lebenden Qualitätsmanagement. Aber man braucht halt auch die Größe, dass man auch miteinander redet, gell? Dass man auch Räume öffnet, dass man auch sagt, komm, lass uns mal so ein Lagerfeuerfestle machen mit der Familie und dann reden wir und kommunizieren wir und tauschen uns mal aus, lernen uns mal von der anderen Seite kennen. Ja, genau. Ja, das sind aber die, nennen wir es mal, die ganz winzigen Tippelschrittchen, in denen man sich dem nähert, was wir da miteinander eben gerade besprechen. Ja. Die viel größeren Schritte würden ja dann gemacht, wenn es gelingt, dass innerhalb einer solchen Arbeitsgemeinschaft eine Situation entsteht, wo die Mitglieder dieser Gemeinschaft, also das Team oder die Mitarbeiter in der Firma, anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, gemeinsam mit dem Chef, Ja. welches Anliegen sie eigentlich miteinander verfolgen, worum es eigentlich geht, wofür sind sie da, was wollen sie in die Welt bringen. Ja. Dann könnte es passieren, dass so etwas entsteht, dass die merken, naja, Geld verdienen ist schon notwendig, aber doch eigentlich nur, damit wir hier mithalten können. In Wirklichkeit geht es uns um was anderes. Wir wollen was in die Welt bringen. Wir wollen mit dem, was wir hier schaffen, Menschen helfen, ihr Leben zu erleichtern oder Dinge tun zu können, die sie sonst nicht tun könnten. Also praktisch die gestalterischen Möglichkeiten des Menschen zu verbessern. Und wenn man das dann machen kann, indem jeder in so einem Team sich auf seine Weise dafür einsetzt, dass das, was sie da alle wollen, auch gelingt, dann entsteht eine Dynamik, da brauchst du keinen Antreiber mehr. Da brauchst du, nebenbei gesagt, auch keine Vorgesetzten mehr, die ständig aufpassen, ob alles richtig gemacht wird. Dann wären die, wie man so sagt, intrinsisch motiviert, würden sich von sich aus miteinander austauschen, weil anders kriegen sie es ja gar nicht hin, und hätten auch ein Interesse daran, ihre unterschiedlichen Expertisen zusammenzubringen, damit das Gemeinsame dann auch wirklich gut wird. Das ist dann eine andere Welt, die ich meine, schon schön, wenn man da mal am Lagerfeuer eine Bratwurst zusammen isst, aber das führt einen noch nicht dorthin. Das erschafft das Klima vielleicht. So ist es vielleicht richtig. Das schafft das Klima, das gebraucht wird, damit man sich innerhalb eines solchen Teams mal irgendwann mit der Frage beschäftigen kann, was wir eigentlich hier gemeinsam treiben und wozu das dienen soll. Ja, genau. Ja, das war jetzt aber nur für den Anfang gedacht, so mal, dass man sich ein bisschen antastet, dass man auch, ja, einfach mal beginnt. Und ich kann das wirklich auch sagen, als ich noch Lernbegleiterin war, 3 Jahre, ich wollte nur die Pubertierenden. Und da war so eine Dynamik, die haben mich eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Ich habe dann gesagt, okay, was kann ich tun? Wie kann ich euch dienen? Was kann ich machen, dass ihr gute Noten schreibt? Und da habe ich die Informationen geholt, ich habe die Atmosphäre geschaffen, dass die sehr gut lernen konnten. Und was war der beste Notendurchschnitt bei den Gimmis? War 1,4. Und die haben öfter. Es ist immer so, wenn du es schaffst. Es gibt, ja, wir haben eigenartigerweise uns in der Vergangenheit immer darauf konzentriert und alles darauf fokussiert, die richtigen Programme zu entwickeln, wie man Menschen von hier nach dort begleitet und wie man Erfolge erzielt. Diese Programme, massenhaft gibt es die. Aber wir haben die Frage nicht gestellt, ob die Menschen, die wir dann durch solche Programme durchleiern wollten,
es überhaupt wollen. Also wir sind Meister in der Aufstellung von Programmen, aber wir sind kümmerliche Versager, wenn es darum geht, einen Mitarbeiter oder einen Schüler oder auch jemand im Altenheim in eine Situation zu bringen, wo der aus sich heraus sagt, jetzt will ich. Ja. Wenn er erstmal will, brauchst du nichts mehr zu machen. Das ist schön, dass du ein Programm hast, kannst sagen, okay, wenn du es jetzt so willst, dann kannst du es so machen. Aber wenn er nicht will, dann nützt das ganze blöde Programm nichts. Richtig, richtig. Ja, und wenn die Lust bekommen, wenn die einen Funken, wenn die, ja, wie sagt man es dazu, wenn die den Nutzen sehen, wenn sie sagen, oh ja, das macht mir Spaß, das bringt mir was, da habe ich Lust, dann läuft es, dann ist das alles ein Selbstläufer. Und auch ältere Leute, die bleiben da viel fitter. Genau, Gerald, die Ja, Jungen auch. es hat aber viel mit Sinn zu tun. Also da kommen wir in Bereiche, in denen die künstliche Intelligenz auch nie auftaucht und auch uns nicht helfen kann. Diese Sinnsuche Ja. des Menschen ist etwas, was sich aus diesem Bedürfnis ableitet, dass man ja irgendwie nicht umsonst auf dieser Welt sein will. Also man möchte gerne irgendwie zu etwas beitragen, man möchte, manche wollen die Welt verbessern. Also irgendwie, wenn man nichts auf dieser Welt hinterlässt, ist man sozusagen, hat man umsonst gelebt. Das ist schon irgendwie wahr. Ja. Und diese Sinnsuche ist wirklich was ganz Zentrales und das ist sehr bedauerlich, dass das Tätigsein des Menschen in etwas verwandelt worden ist, was wir Arbeit nennen und dann schlimmerweise noch sogar noch Lohnarbeit. Weil das Tätigsein ist immer Ja. sinnerfüllend. Wenn ich tätig bin, und das ist deshalb eben auch so etwas, was alle Menschen wollen, das habe ich vorhin als Gestaltungsbedürfnis genannt. Man könnte auch sagen, alle Menschen haben das Bedürfnis, tätig zu sein und was zu schaffen. Das Bedürfnis verschwindet aber, wenn sie das Tätigsein nur noch betrachten als etwas, was sie tun müssen, damit sie Geld verdienen. Ja. Dann ist die Freude am Tätigsein schnell weg und dann geht es am Ende nur noch darum, wie viel Geld kriege ich für die Zeit und den Aufwand, den ich hier einbringe. Und dann haben wir eine Geschäftsbeziehung. Und der Arbeiter oder der Mitarbeiter ist sozusagen, ja. Eine Das Nummer. ist kein Disk, ja, ist ein Objekt. Ist einfach, den kannst du ersetzen wie einen Kühlschrank. Wenn der nicht läuft, nimmst du einen anderen. Ja. Und das ist sinnentleerend, wenn man das weiß, dass man unter solchen Bedingungen irgendwo arbeiten muss, wo man beliebig durch jeden anderen ersetzbar ist. Und das verstehe ich auch, dass es jetzt doch eine ganze Menge Mitarbeiter gibt, die das Gefühl haben, dass sie hier durch künstliche Intelligenzen, durch Automaten und Roboter ersetzt werden. Aber da heißt die richtige Antwort ja nicht, dass das schlimm wäre, wenn sie dadurch ersetzt würden, sondern schlimm ist, dass sie ihrem eigenen Tätigsein keinen Sinn verleihen konnten, dass sie nur gearbeitet haben, um Geld zu verdienen. Und ja, mein Gott, das kann der Roboter besser. Und dann sind sie übrig. Und dann werden sie zurückgeworfen auf diese Frage, warum? Warum will ich überhaupt arbeiten? Warum will ich überhaupt leben? Wozu denn das Ganze? Ich kann nicht leben, um Urlaub zu machen oder um meine Freizeit zu gestalten. Das ist ja absurder Blödsinn. Und das wird alles im Zuge dieser Ausbreitung der künstlichen Intelligenz als neue Fragen auf uns zukommen. Und dafür müssen wir Antworten finden. Und da bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass es Unternehmer gibt, die da Antworten suchen, jetzt schon. Ja. Und auch die ersten Schritte gehen, damit das in diese Richtung auch umsetzbar wird und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann eben anfangen, nicht nur deshalb zu arbeiten, weil sie Geld verdienen wollen, sondern weil das in ihren Augen erfüllend und sinnhaft ist, was sie da tun. Da wird es interessant. Und überall, wo das nicht erfüllend und nicht sinnhaft ist und auch nicht gemacht werden kann, also an irgendeiner Ladenkasse oder an einem Fließband oder wo auch immer, das kann gerne weg. Diese ganze blöde Sortiererei von Akten, das kann doch Gott sei Dank jetzt irgendwas Künstliches machen. Da muss man doch nicht einen Menschen das ganze Leben damit beschäftigen, dass der da irgendwelche Ordner das sortiert und Ja. irgendwas abheftet. Großartig, aber die sind natürlich dann übrig und
gezwungen, nochmal darüber nachzudenken, weshalb sie überhaupt arbeiten, weshalb sie tätig sind. Und wenn man die nicht rauswerfen will, dann und auch der Meinung ist, dass man solche Mitarbeiter braucht, weil ja künstliche Intelligenz nichts ist ohne den Menschen, der dann da ist und die einsetzt, dann muss sich der Chef eines Unternehmens schon überlegen, wie er seinen Mitarbeitern hilft, eine Ja. andere Vorstellung von dem herauszubilden, was sie bisher Arbeit genannt haben. Ja, genau. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, die Frage nach Menschsein. Das ist ja häufig so, dass wir erst rausfinden, wie Menschsein geht und gehen müsste, indem wir es immer wieder falsch machen. Ja, das allerdings. Das ist der Lieblingsspruch, den ich da habe, heißt, weil wir so ein plastisches und zeitlebens veränderbares Gehirn haben, können wir nicht davon ausgehen, dass irgendjemand auf dieser Welt weiß, wie es geht, sondern wir müssen das unterwegs erst herausfinden. Und deshalb sind wir alle Suchende. Und da ist es eben so, dass man sich da auch verirren kann auf dieser Suche. Und da geht es dann nicht darum, dass man dann, obwohl man sich verirrt hat und es immer beschwerlicher wird, man dann die Augen zumacht und die Zähne zusammenbeißt und weiter latscht, in der Hoffnung, das wird schon wieder, sondern dass man umkehrt. Dass man sagt, okay, das war ein falscher Weg, wo wir hier rein sind, da müssen wir nochmal zurück und nochmal anders abbiegen. Und das passiert. Bin ich ganz sicher, dass das passieren wird, weil alles andere führt in den Selbstuntergang. Ja, das stimmt. Also stimmt, das ist jetzt eine riesige Chance für die, die andere Mensch sein lassen wollen und können. Und leider ein sehr schwieriger Weg für die anderen, die das nicht wollen oder nicht können. Ja, und es ist auch, wer diesen Weg nicht zu gehen bereit ist. Das heißt, wer nicht erkennt, welches Potenzial in seinen Mitarbeitern verborgen ist und sich bisher gar nicht entfalten konnte, weil die ja immer nur für Sachen eingesetzt worden sind, die auch Maschinen und künstliche Intelligenzen können und sogar besser können. Wer seine Mitarbeiter bisher so eingesetzt hat, dass deren Potenzial sich gar nicht entfalten konnte, der wird in Zukunft merken, dass er auf dem Markt nicht mehr bestehen kann. Das ist Ja. alles zu teuer. Also, wenn ich etwas dafür tue, dass meine Mitarbeiter gerne jeden Morgen oder sich am Sonntagabend schon freuen, dass sie am Montag wieder in die Firma kommen können, da kann ich sicher sein, der Laden läuft. Und da muss ich nur noch Absolut. die richtigen Weichenstellungen machen, aber das läuft dann. Wenn Ja. die aber schon am Sonntagabend so ein flaues Gefühl kriegen im Bauch und keine Lust haben, am Montag dahin zu gehen, dann kann ich die besten Programme und die besten Ideen haben. Das wird dann einfach nichts. Richtig. Nützen ihnen auch die ganzen künstlichen Intelligenzen nichts. Das kommt hinzu. Das kommt hinzu. Tja, ist also einfach, also wenn man es ein bisschen nicht so von der Oberfläche her betrachtet, wie das häufig gemacht wird, sondern ein bisschen tiefer einsteigt, merkst du, dann wird es auf einmal einfach. Ja. Und das ist immer das Merkmal, dass man irgendwie auch richtig unterwegs ist. Man erkennt, dass es wohl offenbar richtig ist, was man tut, wenn es einfacher wird. Und nicht, wenn es immer schwerer wird. Wenn es immer schwerer wird, musst du umkehren. Da hast du dich verrannt. Genau, das ist ja auch der Wink eigentlich. Jedes Problem trägt ein Geschenk in der Hand, sage ich oft. Und wenn es schwerer wird, dann gibt es einen anderen Weg. Nur muss man halt auch bereit sein zu sagen, jetzt drehen wir um, wie du das gesagt hast. Und natürlich nicht zu sagen, oh, jetzt habe ich Mist gemacht. Ja, man hat nur eine Entscheidung verändert. Und jeder kann ja nur bis zur nächsten Ecke schauen. Und dann muss man halt manchmal umdrehen. Ja, und da kommt uns wieder, oder steht uns wieder unser Verstand im Wege, Ja. weil es sehr oft so ist, dass wir dann aus logischen Gründen sagen, nee, also jetzt bist du hier schon so weit so gegangen, jetzt hast du schon so viel investiert, jetzt hast du das alles aufgebaut, das kannst du jetzt nicht hängen lassen. Also hier ist, und dann wird je mehr du da schon reingesteckt hast, desto schwerer wird die Umkehr. Ja, richtig. Und dann weigert man sich aus kognitiven Gründen, dem zu folgen, was die Leute draußen auf der Straße Bauchgefühl nennen und was wir hier rausgearbeitet haben als ein Bedürfnis, was sich meldet und einem sagt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und wenn man dieses Bedürfnis wieder zulässt und das Gefühl auch wieder zulässt, was
und signalisiert, dass da so ein ungestilltes Bedürfnis da ist, dann würde man sich über seine kognitiven Schlaumeiereien hinwegsetzen und würde sagen, nee, ich merke, ich weiß, dass es so nicht richtig ist. Und wenn du 100 Mal da oben mir erzählst, das ging jetzt nicht anders und das sei alternativlos, es muss anders gehen und ich mache es anders. Ja. Und das ist aber das, so zu sowas ist eine künstliche Intelligenz natürlich nie in der Lage. Ach, Gerald, das war doch jetzt wunderschön. Und weißt du, was mich so freut? Da kriegt man schon wieder Perspektiven. Da können sich doch die Menschen wieder viel wertvoller fühlen. Und da brauchen wir es nur noch zu lenken. Ja, aber es ist uns beiden klar und wahrscheinlich auch den meisten, die uns hier zuschauen und zuhören, das ist ein richtig komplizierter Prozess. Also wenn man immer so von Transformation redet, das ist wie eine Verwandlung. Also ich vergleiche das häufig mit so dem, was passiert, wenn so eine Raupe sich dann genügend Fett gefressen hat und dann nicht mehr richtig laufen kann und sich dann irgendwo einspinnt in ihrer Ratlosigkeit. Und weil ihr bestimmte Hormone im Körper auf einmal herumschwirren und dann plötzlich wird innerhalb dieses Gespinst etwas Neues herausgeformt, was dann bricht diese Puppe auf und dann kommt der Schmetterling raus. So, das ist das Bild, was ich habe für das, was uns gegenwärtig bevorsteht. Manche sind noch als fette Raupen unterwegs, so gut, die müssen sie eben noch ein bisschen rumkrabbeln und sich Fett fressen. Manche haben schon die ersten Fäden gesponnen. Ja. Wunderbar, sage ich dann, ihr seid auf einem guten Weg. Manche sitzen schon in der Puppe und warten darauf, dass das aufbricht und dass sie endlich raus können damit. Und ein paar Schmetterlinge fliegen auch schon rum. In diesem Sinne, In diesem Sinne. allen, die uns hier zugehört haben und zugeschaut haben, alles Gute und viel Glück bei der Metamorphose, so heißt diese Verwandlung. Lieber Gerald, vielen lieben Dank. Es war ein richtiger Schmaus, dir zuzuhören.